herzlich willkommen hier auf der Leipziger Buchmesse zu unserer Buchpräsentation »So hast du dich noch nie bewegt«. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin die Verlegerin Eva-Maria Popp. Ich verlege in meinem Verlag bewusst Bücher, Werke, die mehrere Autoren zusammenschreiben, weil ich nach der Devise lebe und auch verlege und arbeite, gemeinsam sind wir stark. Wenn einer alleine oder eine alleine ein Werk macht, etwas bewegen möchte, dann ist das nicht so ganz einfach. Wenn sich aber mehrere Frauen und Männer zusammentun und ihre Power in einen Topf werfen, ein bisschen rumrühren, ein schönes Sieb haben, dass es ein gutes Muster gibt und ein tolles Konzept, dann bewegt sich was. Und so ist es gemeint, wenn ich sage mit unserem Buch, so hast du dich noch nie bewegt. Und keine Angst, keine großen Hanteln, die Sie in die Hand nehmen müssen, keine Power im Fitnessstudio, wo Sie stur dahin, jetzt hätte ich fast gesagt, vegetieren, geistlos und einfach für sich hinarbeiten. Nein, so hast du dich noch nie bewegt, ist ein ganzheitliches Buch, das Körper, Geist und Seele anspricht, weil einer alleine dieser Einheiten ist nichts wert. Das heißt, wir lernen oder wir haben gelernt, tut euch zusammen, macht etwas gemeinsam und dann bewegt sich deine Welt, dann bewegt sich die Gesellschaft, dann bewegt sich die ganze Welt. Das ist unsere Botschaft, die wir mit diesem Buch erreichen wollten. Ich habe Ihnen heute einen Teil der Autorinnen mitgebracht, vier Damen, die sich an dem Buch beteiligt haben, die mitgeschrieben haben, die mitgefiebert haben. Ich darf Ihnen sagen, so ein Buchprojekt alleine ist schon eine sehr, sehr spannende Sache und da entsteht viel Energie und da entsteht viel, viel Gutes. Und diesen Geist haben wir dem Buch eingehaucht und ich darf Ihnen als erste Autorin vorstellen, Susanne Binder. Sie ist auch eine der Initiatorinnen dieses Buches, denn es braucht ja immer Frauen und Männer, die einen Ball ins Rollen bringen, dass Bewegung ins Leben kommt. Und sie ist eine der Damen, die den Ball in die Hand genommen hat, geworfen hat und ich habe ihn halt aufgefangen, wie es halt so geht im Leben. Ja, Susanne, bitte deine Botschaft. Was steht in dem Buch, was du den Damen und Herren, die uns hier zuhören, mitteilen möchtest? Oder näher ans Mikro. Nimm sie in die Hand. Geht's jetzt? Ja. Sehen Sie, sie hat Power. Das war nur Täuschen und Tarnen. Ja, dann nehmen wir es in die Hand. Okay. Also ich bin eine der Mitherausgeberinnen des Buches, bin Kneipp-Gesundheitstrainerin und mein Motto oder was ich unter die Menschen bringen möchte, ist, dass das alte Wissen einfach modern umgesetzt wird und wieder ins Bewusstsein gerückt wird. Ob das die einfachen Wasseranwendungen sind nach Kneipp, ob das die regionale, saisonale Küche ist, auf die wir uns wieder besinnen sollten. Oder auch die Lebensordnung, also ein Kapitel im Buch handelt auch von der Resilienz und die spiegelt auch die Lebensordnung in den fünf Säulen nach Pfarrer Kneipp wider. Die Heilpflanzen wären auch sein Thema, das wäre mir ein Anliegen, sei es entweder in der Naturheilkunde, sei es in der Kosmetik, dass wir uns einfach darauf besinnen, es muss nicht alles chemisch sein, es muss nicht alles künstlich hergestellt sein. Und letztlich geht es einfach darum, aus dem ein kleines Paket zu schnüren, das modern und peppig umsetzen, sodass wir auch die jungen Menschen wieder für die Natur und für das Althergebrachte begeistern können. Ja, danke schön, Susanne Binder. Gerne. Die Botschaft, Pfarrer Kneipp, altes Wissen, modern bereitet, dass jeder daran teilnehmen kann, jung und alt. Sie lesen in Ihrem Kapitel, das heißt Gesund mit Pfarrer Kneipp, ab der Seite 8, 20 volle Seiten voller Wissen über die Pflanzen und über das alte Wissen. Aber wie gesagt, modern präsentiert, dass wir es auch annehmen können. Ich glaube, das ist eine große Kunst,
etwas so zu präsentieren, dass man nicht den erhobenen Zeigefinger sieht, dass man nicht das Gefühl hat, oh Gott, jetzt muss ich sollte, oh, wann mache ich das, oh, wie mache ich das? Nein, so ist es eben nicht. Dieses Buch ist ein Buch, das uns die innere Motivation, unsere innere Motivation aufnimmt und diese innere Motivation umsetzen lernt, sodass wir nicht gegen uns arbeiten und gegen unseren inneren Willen, unseren inneren Schweinehund, wenn ich das mal so sagen darf, arbeiten, sondern das Buch nimmt sie mit, nimmt sie an mit all dem, was sie wollen und was sie umsetzen wollen. Und da trägt natürlich das Kapitel von Susanne Binder mit Pfarrer Kneipp spielt eine große Rolle dabei. Ich komme zur nächsten Autorin, auch eine Herausgeberin, auch eine Mitinitiatorin. Auch sie hat den Ball geworfen und ich habe ihn aufgenommen. Ich darf Ihnen Elisabeth Dallinger vorstellen. Sie kommt aus Österreich. Sie hören ja schon, wir sind alle etwas südlich angehaucht. Und ich komme aus Niederbayern. Ich bin schon fast aus Österreich. Aber egal. Wir verstehen uns ja gut. Wenn es auch den Leipziger Krieg da mal gegeben hat, gell, vor vielen, vielen Jahren. Aber das ist lange her, das ist vergessen. Ja, Elisabeth Dallinger spricht über Alles ist in Bewegung. Sie ist eine sportliche Dame, man sieht es an ihrer Figur und sie wird sie jetzt mitnehmen in die Welt der körperlichen Bewegung, wo sie lernen, wie sie mit einfachen Mitteln im Alltag die Bewegung mit einbauen können. Bitte schön, Elisabeth. Ja, mein Thema ist einfach, dass wir wieder uns bewusst machen müssen, dass wir ja aus Körper, Geist und Seele bestehen. Ja. Es reicht nicht, dass man ins Fitnessstudio geht oder einfach irgendwelche Trainingsgeräte in die Hand nehmen, ja, weil dann machen wir was für den Körper und ich sage immer, meistens schon zu viel. Ja, auf diesem Sektor finde ich, dass Entschleunigung wichtiger ist. Ist auch ein großes Thema von mir. Wobei ich dann sagen muss, Körper entschleunigen, Geist und Seele gehören wieder belebt. Da wird zu wenig getan. Wir brauchen das richtige Gleichgewicht wieder, ja, von Körper, Geist und Seele. Und nur wenn diese Einheit stimmig ist, dann geht es den Menschen auch gut. Ja, so finde ich das und das versuche ich auch zu verwirklichen in meiner Arbeit als Sozialfachbetreuerin mit Schwerpunkt Altenarbeit. Ich arbeite in einem Alten- und Pflegeheim in Österreich und dort trainiere ich mit den Leuten mit den Smoothie-Ringen. Ne? Und das ist ja nicht nur etwas für alte Menschen, mit denen ich das Gleichgewicht trainiere, Koordinationstraining mache und solche Dinge, sondern auch mit Kindern, mit Behinderten. Ja? Es kann jeder damit was machen und es ist ein Trainingsgerät, aber das heißt jetzt nicht wieder powern, ja? Sondern ganz human. Ja, wer natürlich will, kann sich auspowern damit, muss aber nicht sein. Und das finde ich so schön daran, dass auch Menschen im hohen Alter mit einer Behinderung damit trainieren können, beziehungsweise ich diese Menschen damit abrollen kann, so eine Art Massage damit mache. Die Menschen liegen einfach dort und ich rolle sie ab. Ja. Damit haben sie genau den gleichen Erfolg, als wenn sie selber trainieren würden. Und das ist mir sehr wichtig, dass eben genau diese Menschen wieder mehr in unser Leben integriert werden. Gerade Menschen mit Behinderung im Alter werden oft aus der Gesellschaft verdrängt. Und ich finde, genau diese Schicht gehört wieder in unseren Mittelpunkt. Integriert, ja, mit ihnen gelebt. Nicht nebenher, sondern wirklich in unserer Mitte. Und das ist eben mein Ziel, alt und jung und alles, was wir haben an Menschen, wieder zu vereinen. Ja, das ist mein Ziel. Dankeschön. Ein gutes Ziel, ein wichtiges Ziel. Ja, Sie haben gehört, die Botschaft von Elisabeth Dallinger, die Bewegung ins Leben bringen, aber nicht mit großer, übergroßer Power, sondern mit Leichtigkeit. Die Bewegung annehmen können, die Bewegung gerne durchführen können, nicht gegen den Körper, nicht gegen den Willen, nicht gegen den Geist, sondern in der Verbindung. Und ich finde es sehr, sehr wertvoll, deinen Gedankengang und den Hinweis, den Impuls an uns alle, dass wir
alle in der Gesellschaft Platz haben, sei es wir sind Senioren, sei es wir sind Menschen mit Behinderung, sei es wir sind Kinder, Männer, Frauen, wir sind einfach Menschen und alle sollen teilhaben können. Und die Bewegung, die die Elisabeth Dallinger in diesem Buch propagiert und zeigt, das ist eine Bewegung, die man eben durchführen kann, ganz egal in welchem Alter und in welchem gesundheitlichen Zustand man sich befindet. Vielen Dank, Elisabeth, und auch danke, dass du den Ball dieses Buches an mich geworfen gegeben hast. Habe ihn gerne aufgenommen. Ja, wir haben eine nächste Autorin. Es ist Karin Pilz. Sie spricht von positiven Emotionen. Also sie geht jetzt gehen wir weg vom Körper oder auch nicht, sondern wir gehen hin wirklich zur Seele, zu den Emotionen, zum Geist. Und Frau Pilz hat sich sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigt, weiß sehr viel drüber, ist eine absolute Expertin, wenn es um die Emotionen geht und auch um das Lösen von Emotionen, was ja auch sehr viel Bewegung ins Leben bringt. Denn Emotionen, die nicht gelöst oder erlöst werden oder sind, ja, die plagen uns ganz schön und vermiesen uns das Leben. Und es ist nicht schön. Frau Pilz, Ihre Botschaft, bitteschön. Dankeschön. Ton funktioniert? Hört man was? Jetzt geht's? Ja. Wunderbar, sehr schön. Ja, ich komme aus dem schönen Frankenland, wie man an meiner Sprache hört, nicht ganz so südlich wie der Rest der Mannschaft. Mein Thema ist das Thema Emotionen. Was haben unsere Emotionen damit zu tun, ob wir gesund oder krank sind? Alle Krankheiten, die aus uns heraus entstehen, die in unserem Körper entstehen, haben Emotionen als Ursache, Konflikte in unserem Körper, die wir nicht gelöst haben und ja, deren Lösung die Ursache ist, wieder gesund zu werden. Das heißt, bin ich krank, habe ich die Möglichkeit, den Konflikt, der die Krankheit ausgelöst hat, zu lösen, dann hat der Körper auch die Möglichkeit, wieder gesund zu werden. Und meine Arbeit und mein Anliegen ist es, Menschen zu helfen, die schon krank sind, die Schmerzen haben, die womöglich austherapiert sind vom Arzt, die mit Medikamenten und Schmerzen leben müssen, eine Alternative zu zeigen zur klassischen Schulmedizin und darüber hinaus, was für Botschaft hat der Körper und was in meinem Leben läuft vielleicht nicht ganz so, dass es alles passt, ja, und mein Körper mit mir spricht. Ja, das ist mein Teil. Dankeschön, Karin Pilz. Wir lassen den Körper mit uns sprechen. Ja, dazu muss man natürlich sensibel sein, dazu muss man gewillt sein. Nicht jeder, nicht jede will mit seinem Körper sprechen. Das ist ein Problem. Und ich glaube, da können Sie sehr gut eingreifen und können sehr gut unterstützen und helfen, dass wir die Sprache unseres Körpers überhaupt sprechen. Denn wenn der Körper Chinesisch spricht und der Geist Englisch und die Seele Österreichisch, dann haben wir ein Problem, ein Kommunikationsproblem. Da geht gar nichts mehr, dann stoppt die Bewegung im Leben. Und genau darum geht es bei dem Kapitel von Karin Pilz, dass die Emotionen zusammenfinden, dass die Emotionen gelöst werden, dass wir die Sprache des Körpers verstehen lernen und somit auch die Emotionen erlösen. Ja, ich habe eine nächste Dame mit im Bund, Kirsten Sassmann. Sie hat ein sehr, sehr spannendes Thema, das hauptsächlich die Damen anspricht, aber nicht nur. Sie sehen ja, wir sind teilweise nicht mehr die Jüngsten. Und es gibt ja bei den Frauen sowas wie die Wechseljahre. Oh je, ein schlimmes Thema. Die eine klagt über die Hitzewallungen, die zweite sagt, oh je, ich bin im Wechsel, die dritte sagt, da mag ich gar nicht hin. Die Männer sagen, alles Einbildung oder sie haben die Midlife-Crisis, da heißt es halt etwas anders. Ja, alles in Bewegung. Körper ist in Bewegung, das Alter ist in Bewegung, die Jahre sind in Bewegung, das Leben ist in Bewegung. Kirsten Sassmann hat sich sehr intensiv mit diesem Wechsel beschäftigt, aber nicht stur mit den Wechseljahren oder was man so in den Frauenzeitschriften rauf und runter dazu liest, sondern sie spricht ganz anders von diesem Thema, nämlich sehr moderat und auf eine Art und Weise, dass wir es sehr gut annehmen können,
Sie spricht vom Perspektivenwechsel. Ob ich auf das Leben schaue als 30-Jährige oder ob ich auf das Leben so nach der Wende sozusagen als 51-Jährige gucke, könnte einen kleinen Unterschied machen. Das ist der Perspektivenwechsel. Ich finde diese Anschauung, ich finde diese Art, mit diesem Thema umzugehen, sehr interessant. Es nimmt dem die Härte und es nimmt dem auch die Angst und alles, was so an negativen Gefühlen dabei mitmischt. Das wollen wir jetzt mal ganz weit weglassen und wir geben der Kirsten Sassmann das Wort, die sie informiert oder Impulse gibt zum Umdenken, zum Perspektivenwechsel. Bitte schön, Kirsten. Danke, Evi. Ja, mein Thema ist eigentlich entstanden aufgrund meiner eigenen Erlebnisse im Alter von Anfang 40, mal ganz grob gesagt. Es gab Veränderungen und ich habe einfach auch gesehen, ja, ich habe diese Veränderungen gemeistert und habe auch festgestellt, dass ich auch meinen Blickwinkel ändern musste. Ich wollte es nicht zwingend, es war einfach so. Dann habe ich mich aufgrund meiner Ernährungsausbildung auch mit dem Wechseljahren ein bisschen aus der biochemischen Seite befasst und aber auch gesehen, jeder Frau durchläuft diese Phase. Sie fängt Anfang 40 an und hört irgendwann mal zwischen 60 und 70 endgültig auf. Nur ist das nicht alles. Ich sage immer, Wechseljahre haben weitaus mehr zu bieten als nur Hitzewallungen, sondern ganz, ganz viel. Denn mir ist aufgefallen, nicht nur an mir, sondern auch im Bekanntenkreis, es passiert wahnsinnig viel. Da ist eben dieser andere Blickwinkel. War es das jetzt schon? Die Kinder sind aus dem Haus. Es bieten sich ganz neue Perspektiven. Womöglich ja auch ein neuer Partner, wo sich auch, sage ich mal, nicht nur geistig, sondern auch rein körperlich wieder neue Wege auftun. Und das ist eine wahnsinnig spannende Angelegenheit. Auch beruflich verändern sich wahnsinnig viele. Und die Botschaft, die ich eigentlich sage, liebe Frauen, seid mutig und traut euch, euren Wünschen, euren Sehnsüchten nachzugehen. Seid euch darüber im Klaren, ihr habt sie. Und wie gesagt, einfach mal auch darüber nachdenken, ob sich nicht das eine oder andere umsetzen lässt. Und ich habe mir einfach zur Aufgabe gemacht, da ich so ein kleines Helfersyndrom habe, ich helfe gerne und warum nicht den Frauen 40 plus in dieser Situation. Ich begleite sie, ihren Weg zu finden. Also ich sage jetzt nicht, ich mache einen Plan, so jetzt machst du das und das, sondern es ist wirklich bei einem Coaching eben so, die Frau findet ihren Weg selber. Ich helfe dabei mit Geschichten, mit Intuition, mit Empathie. Und ja, ich freue mich drauf, dass ich dann vielleicht die eine oder andere auf ihren Weg, auf den Weg, der sie glücklich, zufrieden und gesund macht. Denn das ist auch ein großer Teil der Gesundheit. Die Bewegung gehört dazu, aber auch dieses sich wohlfühlen. Ich danke Ihnen. Dankeschön, Kirsten. Sicher eine sehr wichtige Sache, dieser Perspektivenwechsel. Wobei ich natürlich schon sagen muss, es betrifft nicht nur die Frauen und Männer über 40. Perspektivenwechsel ist eine Sache, die man jeden Tag, jede Stunde machen sollte. Alles im Leben hat immer verschiedene Seiten. Und das ist, was unser Buch Ihnen mitteilen möchte. Sie haben jetzt vier der Autorinnen und Autoren gehört, gesehen, erlebt und haben die Botschaften wahrgenommen. Ich stelle Ihnen noch kurz die anderen vor. Wir haben einen Psychologen dabei, Wolfgang Roth, der sich sehr intensiv mit der Resilienz beschäftigt. Er vergleicht die Menschen mit einem Auto und sagt, es müssen halt alle vier Räder zusammenhalten und zusammenfahren. Und wenn ein Rad aus dem Takt kommt, dann ist es schwierig mit der Bewegung. Also ein sehr spannendes und interessantes Kapitel. Wir haben Andrea Degg-Gradwohl, die sich mit Leben bewegt, bewegtem Leben beschäftigt, auch sehr interessant. Frau Gradwohl hat eine besondere Art, Bewegung zu definieren und sie geht sehr stark in den psychologischen Bereich mit Bewegung. Frau Gradwohl hat ein Kind, das eine Behinderung hat und ist über dieses Leben, über diese Erkenntnisse, die sie hat, hat sich sehr intensiv mit der Psychologie beschäftigt und bringt eben die Psychologie in das Thema bewegtes Leben. Dann haben wir noch die Frau Borötzky mit ihrer Borötzky-Methode, eine Frau, die ein eigenes Fitnessstudio hat. Sie ist wirklich ein Kraftpaket, muss ich sagen. Allerdings ein Kraftpaket der anderen Art. Bei ihr kann man powern,
aber bei ihr muss man nicht powern. Also sie selber strotzt vor Energie und vor Körperkräften und braucht diese Energie und diesen Energieverschleiß durch den Sport. Und sie lehrt uns aber auch, dass wir mit moderaten Bewegungen im Kleinen sehr viel erreichen können. Also eine Powerfrau, die aber nicht darauf besteht, dass man nur powern muss, sondern dass man auch mit kleinen Bewegungen weiterkommt. Und dann haben wir noch die Frau Blank, Andrea C. Blank, die eine ganz interessante Methode für die Füße entwickelt hat. Also ich selber zum Beispiel bin gehbehindert und ich habe mich von ihr behandeln lassen und habe erlebt, was es bedeutet, auch behinderte Füße wieder ins Leben zurückzuholen und auf den Boden zu stellen und damit umgehen zu lernen. Also da habe ich selber meine eigene Lehrstunde gehabt und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ja, jetzt kennen Sie unser Buch, Sie kennen einen Teil unserer Autorinnen. Bewegung, so hast du dich noch nie bewegt. Ein Buch, das ganzheitlich arbeitet, das Bewegung aus verschiedensten Aspekten betrachtet und somit ganzheitlich zum Umdenken führen kann, wenn Sie sich führen lassen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser Buch mitnehmen, wenn Sie unser Buch bestellen oder auch eine der Damen auch mal buchen für einen Vortrag, für einen Workshop, für ein Einzelcoaching, ganz egal. Also jeder von uns ist buchbar. Ich wollte jetzt nicht sagen kaufbar. Das wäre nicht der richtige Ausdruck. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Impuls bei Ihnen setzen konnten. Und jetzt gebe ich Ihnen noch einen kleinen Coaching-Tipp mit auf den Weg. Bevor Sie den Raum verlassen, denken Sie daran, was wollen Sie ab jetzt, ab hier, ab heute anders machen? Denn Sie wollten sich ja bewegen. Sie haben ja jetzt bei einer Buchpräsentation zugehört, wo es heißt, so hast du dich noch nie bewegt. Also sollten Sie mit einer eigenen, kleinen, ersten Bewegung in Ihrem Kopf beginnen. Und mit diesem Impuls, den Sie jetzt aus einer der vier Damen Vorträge erhalten haben, gehen Sie raus und wenn Sie sich das dann wirklich vornehmen, dann bin ich sehr sicher, dass Sie das auch sehr gut umsetzen können. Und natürlich können Sie auch noch Fragen stellen. Wir sind gerne für Sie da. Bitte schön, die Damen und Herren, wer will was wissen? Keiner? Keine? Sie wissen schon alles. Ja, das ist gut. Das kann ich akzeptieren. Wenn Sie schon alles wissen, dann ist es von mir sofort akzeptiert und angenommen. Ich wünsche Ihnen viel Bewegung im Leben, viele gute Impulse. Machen Sie es gut und es wäre schön, wenn wir uns an anderer Stelle wieder sehen würden. Die vier Autorinnen stehen noch zur Signierstunde bereit, jetzt dann hinterm Stand, wenn Sie aufstehen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke die Damen fürs Mitmachen.